Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Last of Us. Wir sollen uns ranschleichen und ihn töten. So, den habe ich schon mal geschafft. Also ich spiele auch auf normal. Ich bin nicht gut in solchen Himmel. Nein. Total erfolgreich. Okay, das waren alle. Hoffentlich. Das war doof. Ich sollte vielleicht auch mal einfach mal ein Spiel speichern. Das ist jetzt die dritte Folge und ich speichere das erste Mal. Ich hätte vielleicht mal vorher speichern sollen. Das hätte man bestimmt auch anders lösen können. Ja, speichern mal. Das hätte ich aber zwischen der Folge machen können. Aber naja, gut. Dann haben wir das jetzt auch in der Folge drin. So. In die Stadt. Ja, eher nur was. Sammeln Munition. Ja, schon. Ja, Munition waren wir in diesem Spiel. Ich war ein bisschen. Ich keine Ahnung. 30-40% hatte ich das Spiel mal durch. So von der Story her. Aber Munition hatte ich halt immer zu wenig. Und da haben wir irgendwo. Okay, da müssen wir anscheinend gleich hin und probieren wir noch hier, ob ich hier irgendwas finde. War denn noch Waffe wegstecken? Schon mal wieder Munition gefunden, ob das nur drei Schuss sind. Da kommen wir nicht weiter. Naja, das war ja die Aufladen muss man ja nicht mit Roller schütteln, so war das ja. Ja, irgendwo noch was, was ich einsammeln kann. Ja, das Spiel macht das einem ja auch schon einfach, es leuchtet ja so schön. Überall, überall ist ein Redukt rein. Ah. Nachricht an Bruder. Mein lieber Bruder, wir waren so nah dran. Ich sitze vor der Mauer und weiß, ich werde die Zone nie von innen sehen. Beim Warten auf den Schmuggler hörten wir einen Trupp Soldaten kommen. In Panik haben wir uns in so ein Haus geflüchtet. Niemand von uns hat die Sporen bemerkt, bis es bereits zu spät war. Wir sind alle infiziert. Wir haben noch ein paar Stunden, vielleicht einen Tag. Ich hoffe, der Schmuggler kommt trotzdem, damit wir dir wenigstens diesen Zettel schicken kann. Ich hätte auf dich hören und mit in die Zone kommen sollen, als es noch ging. Jetzt ist es zu spät. Pass auf dich auf, Mark. Das ist hart. Sie wollten in die Zone und wurden infiziert.
Alle, die drin sind, jammern darüber. Und dann sind da die armen Tölpel, die unbedingt dort leben wollen. Ja, es lebt schon. Frische Luft. Dafür lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Hey, wenn die nicht abgelaufen wären, wäre das eine Idee. Oh, mich aber schön umgucken. Steht die Hand hier, dann muss er ja was sein. Hier, da kommen wir nicht hin. Okay. Hier lang. Sicher den Eingang. Geht klar. Mal gucken, wenn ich da irgendwas dicht, was man gebrauchen könnte. Mal gucken. Verdammt, das Brett ist weg. Ich hole es. Ja, ich will ja auch nichts übersehen. Ich will das halt nicht. Wenn ich es jetzt schon spiele, dann will ich das ja auch so komplett durchhaben. Ne? Ich könnte ja mal sonst in die Kommentare schreiben, ob ihr das Spiel gespielt habt, wie ihr es fandet. Ich will bitte keine Spoiler lesen. Deswegen streame ich auch nicht, weil ich habe nämlich keine große Lust auf Backseat Gaming etc. Deswegen mache ich das lieber im Let's Play, weil ich könnte in so einem Spiel eh nicht auf den Chat eingehen. Ich muss also ja nicht springen, um da hinzukommen. Gut, dann kann ich da wieder hingehen. Hier, reich es rüber. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Okay. Also ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Ich muss ja auch wieder hoch. Da war ja noch was. Schwing deinen Arsch hoch. Dann los. Zu Befehl, Boss. Wollte ich doch tatsächlich nicht gucken gehen. So ist voll. Na ja, gut.
Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar. Komm. Mal sehen, ob hier aber brauchbar ist. Nimm dir die Kugel. Wir brauchen sie noch. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Los geht's. Na komm. Nicht jetzt, Terrence. Nein, ist gut. Ich hab nicht die Karte da. Jetzt. Verstanden? Okay. Kann ich machen. Sieg doch nicht gleich so rum deswegen. Ohne Lebensmittelkarte gibt's kein Geschäft. Ich tausche nicht gegen Kugeln. Beeilung, wir verhungern. Ganz ruhig bleiben. Der Nachschub kommt schon. Hey, wag es ja nicht, dich vorzudrängeln. Na super. Ich warte hier schon Ewigkeit. Anfassen heißt kaufen. Tess, ist lange her. Du kommst gar nicht mehr vorbei. Mach doch zu! Bist Privatkunde. Hau ab. Hey, du musst blocken! Alle, Mann! Hey, dich hört doch mal richtig rein! Na los! Wo willst du denn hin? Mach ihn alle! Mach schon! Oh, sorry, Tess. Ihr gehört zusammen. Geht mal rein! Sag zu, na los! Hier ist aber gut. Wer ist das? Alter Bekannter, frag nicht. Was willst du? Nix, ich gehe da mal wieder. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Das wird nicht gut enden. Los geht's. Lasst uns durch. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Miststück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß drauf. In Deckung! Bereit? Ja. Ich gebe Deckung. Ziel auf sie. Dafür wirst du bezahlen.
Gut gemacht, Cowboy. Du auch. Wo hat er die ganzen Leute her? Was Robert perfekt beherrscht, sind leere Versprechungen. Machen wir dem ein Ende. Du musst auch noch Patronen haben, du hast auch geschossen. Okay, gut. Gib mir die Hand. Bitte. Hier drüben, Joel. Mehr von Roberts Leuten. Ja, weißt du, ich sehe sie. Zwei von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Überprüfen wir alles, nicht, dass hier wer rumschleicht. Damit geht es weiter in der nächsten Folge. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen und einen Kommentar da, ich würde mich freuen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Mal schauen, ob wir Robert da finden.